wichtige Punkte, die man da nennen kann, sind sicher mal die Lage, wo will ich überhaupt wohnen, wo will ich meine Heimat haben, die Infrastruktur, brauche ich einen Zugang zu der Autobahn, brauche ich die öffentlichen Verkehrsmittel, wie weit ist es zu meiner Arbeit, wie weit ist es zur Schule, welche Infrastrukturen benötige ich. Der nächste Punkt ist die Größe der Wohnung, wobei ich dann weniger die Größe heranziehe, sondern eher die Aufteilung. Also eine 90 Quadratmeter Wohnung schlecht aufgeteilt kann schlechter sein als eine 70 Quadratmeter Wohnung, die gut aufgeteilt ist. Also da muss man sich einfach fragen, wie ist meine Lebenssituation, wie will ich wohnen, wie schaut es vielleicht auch mit Familienplanung aus. Und dann haben wir ein grobes Spektrum und in dem bewegen wir uns dann. Und dann schauen wir uns konkret an, wo der Weg hingeht.